Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da, das ist der Christian. Gute. Und wir haben heute den 31. Oktober. Warum redest du so blöd? Weiß ich auch nicht gerade. Okay. Hat sich irgendwie so entwickelt. Am 31. Oktober haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und dieses Geburtstagskind ist wirklich der Knaller. Ein Geburtstagskind, das mich viele Jahrzehnte einfach nur auf meinem Weg begleitet hat und beeindruckt hat. Und ich wollte lange Zeit nicht so aussehen wie er, aber ich wollte mich so prügeln wie er. Dann weiß ich's. Carlo Pedersoli. Alias Bud Spencer. Alias Bud Spencer. Bud Spencer. Ja. Immer der Schlag von oben oder von der Seite. Genau. Du musst mit der gleichen Härte Was ist dein Lieblingsfilm auf die gleiche Stelle, mit derselben Intensität und dann wird er wieder normal. Okay. Es gibt nicht einen Lieblingsfilm. Also doch. Die linke und die rechte Hand des Teufels. Für zwei Himmel und auf dem Weg zur Hölle. Vier Fäuste für ein Halleluja. Plattfuß in Afrika. Sie nannten ihn Plattfuß. Sie nannten ihn Mücke. Das ist mein Lieblingsfilm. Sie nannten ihn Mücke und Banana Joe. Der Bomber. Ja, auch gut, Banana ja. Joe ist natürlich auch geil. Das also bei mir ist Banana Joe und sie nannten ihn Mücke. Die zwei Missionare. Ja. Also mit Terrence Hill war sein Filmpartner. Ja. Mit dem hat er ja ganz viele Filme gemacht, aber auch die Engel essen Bohnen. Kennst du mit Giuliano Gamma? Ja, Banana Joe und sie nannten ihn Mücke. Am besten. Also die Anfangsszene von auch die Engel essen Bohnen ist die geilste. Beruhig dich wieder. Wir sagen an dieser Stelle alles Gute, Bud. Ja, er lebt zwar nicht mehr, ja, aber... Ja, deswegen mache ich auch Bud. Bud. Genau. Alles Gute, Bud Spencer. Bud. Am 31. Oktober 1925 wurde ein neuer Ministerpräsident, Reza Khan, in Persien gewählt. Ja. Der hat sich dann zu einem Diktator entwickelt und wurde 1941 zum Abdanken gezwungen. Ja, das war es dann wohl. Genau. Reza Khan. Reza Khan. Ja. Die Perser reden ja so ein bisschen anders. Reza Khan. Wer könnte uns denn da helfen? Nee, das ist ein Inder. Das ist ein Inder, stimmt. Ja. Am 31. Oktober ist aber auch Halloween. Heute Abend. Süßes oder der Saures. Fresse. Süßes oder Saures. Ja, genau. Wenn du Saures haben willst, kriegst du. Ja. Ja. Also süßes oder was auf die Fresse. Ich mach's ja. Das hält immer auf. Pass mal auf. Ich will's gar nicht. Bei mir ist ja immer so. Bei mir klingeln sie immer. Ich mach nicht auf. Das ist mir zu doof. Ich mach echt nicht auf. Da hast du es denen aber richtig gegeben. Süßes oder Saures. Klingel. Ich hab keinen Bock drauf. Wieso soll ich den Süßigkeiten geben? Die Zeugen Jehovas machen ja auch nicht mit. Die haben überhaupt keinen Bock, dass irgendjemand unangemeldet vor der Tür steht. Können die überhaupt nicht leiden. Nee, genau. Können die überhaupt nicht leiden. Also wenn die Zeugen Jehovas machen bei Halloween nämlich auch nicht mit. Genau. Die machen bei mir auch nicht auf. Warum soll ich bei denen aufmachen? Richtig, genau. Genau, ich bin so ein kleiner Zeuge Jehova, glaube ich. Echt? Glaube ich. Also jetzt so nach deiner These. Am 31. Oktober 1954, ohne Zeugen Jehovas, ohne Halloween, hat in Algerien der Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich begonnen. Das war 1954. Da gucke ich immer blöd. Ja. Was nicht alles am 31. Oktober war. Ja, morgen sehen wir uns wieder. Morgen ist der 1. November. Allerheiligen, sagt man richtig. Ja auch. Von daher müssen wir ganz gemächlich in diesen Tag hinein und bitte nicht verkleidet oder geschminkt. Genau. Käse da. Und weißt du, was auch noch ist? Hä? Wow! Halloween! Cheerio, Miss Sophie. Du bist ein Penner.